Jetzt sind wir in Frankfurt gelandet, haben uns hier den schönen X6 hier, der noch relativ neu ist, geholt, den wir jetzt unterwegs sind und fahren jetzt direkt ins Fernsehstudio. Ja, vielen Dank nochmal. Geile Talkshow. Es hat mich gefreut, dass du da warst. Ich freue mich. Wir sehen uns am Wochenende und wir sehen uns gleich am Weg nach Bonn. So, jetzt geht's nach Bonn. So, wir hatten jetzt unseren Fernsehtermin und Fernsehen ist ganz gut für Positionierung und Branding natürlich, für Markenaufbau. Also wenn du die Chance hast, in eine Talkshow, wie das bei mir jetzt war, hineinzukommen, dann würde ich das fast immer machen. Talkshow ist extrem gut, um ein Thema zu promoten, um ein Buch zu promoten. Du kommst übrigens auch mit Büchern relativ gut in Talkshows hinein. Also wenn das Buch einen spannenden Titel hat, bei mir war es jetzt Lizenz zum Immobilien-Tycoon, dann weckt das schon mal Interesse. Wenn der Titel ein bisschen polarisierend ist oder ein bisschen Neugierde erwecken, dann ist das natürlich das Beste. Oder wenn du auch Bücher hast, die in irgendeiner Form mit einem Tagesthema verknüpft werden können, dann macht das auch Spaß. Ich kann mich noch erinnern, als ich zum Beispiel mein Positionierungs- und Brandingbuch damals herausgebracht habe, habe ich das damals mit, ich glaube, die US-Wahl war das dann damals verknüpft und auch mit einigen anderen Themen und habe dann einfach in den Pressemitteilungen immer Bezüge geschaffen zu aktuellen Nachrichten. Das macht also auch, bringt also auch Publicity. Ja, und sonst ist natürlich Fernsehen nach wie vor von der Reichweite nicht schlecht. Allerdings, wenn du nicht die Möglichkeit hast, mit Fernsehen aktiv zu sein, ist es auch nicht schlimm. Dann musst du einfach dir dein eigenes Fernsehen erschaffen. Auf YouTube zum Beispiel. Auf YouTube kannst du Wissensfernsehen erschaffen, das, was wir hier machen. Du kannst aber natürlich auch auf Instagram ein bisschen hinter deine Kulissen blicken lassen, ein bisschen was aus deinem Leben erzählen, ein bisschen was Persönliches erzählen. Und Facebook ist so irgendwo dazwischen, hat sicherlich gegenüber Instagram ein bisschen an Bedeutung verloren, aber in Kombination, sage ich, mit den beiden anderen Medien auch noch sehr, sehr spannend. Twitter, der Nachrichtendienst, ist ja in unserem deutschen Sprachgebrauch nicht so entscheidend wie in den USA, aber kann natürlich unterstützend hergenommen werden. Und ich würde sagen, je nachdem, in welcher Branche du tätig bist, unterschätze auch LinkedIn nicht. Gerade wenn du Experte bist in irgendeinem Bereich. Und sowohl im Bereich B2B als auch im Bereich B2C, durchaus da oder dort, auch noch interessant. Sowohl LinkedIn als Xing, wobei Xing auch stark an Bedeutung schon verloren hat die letzten Jahre. Meine bevorzugten Medien oder meine Lieblingsmedien in der letzten Zeit sind eigentlich YouTube und Instagram und dann und wann ein bisschen Facebook. Das schadet nicht. Und vor allem, was halt sehr, sehr spannend ist, wenn sich die Medien untereinander gegenseitig ein bisschen befruchten. Wenn du jetzt nicht so der Typ bist, der wahnsinnig gerne vor der Kamera steht oder wenn dich das jetzt nervt, so wie mich da zum Beispiel beim Autofahren, also mich nervt es jetzt nicht, aber wenn du so ein Typ wärst, den das nerven würde, ja, dann müsstest du eben auf Podcast ausweichen. Da ist es dann allerdings nicht so gut, wenn du den beim Autofahren produzierst, weil dann wird die Tonqualität, glaube ich, nicht so gut werden. Das heißt, dann musst du dann schon in einem Studio sitzen oder zumindest in einem Raum, wo eine gewisse Ruhe ist. So, also wir staunen uns jetzt weiter hier von Frankfurt Richtung Bonn und werden uns dann gleich noch mal ein bisschen später melden. Ja, wir sind jetzt heute hier beim Buchverlag zur Medaillenverleihung. Nee, zur Besprechung natürlich. Und hatten schon Fotoshooting, jetzt haben wir doch gleich dann, machen wir noch ein paar Filmchen, produzieren wir hier mit Manfred und alle fleißig hier im Meeting, dass das Buch richtig abgeht.
So. Oh, vielen Dank. Hat mir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß gemacht. Gute Fahrt. Danke. Okay. Und wir sehen uns. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. So, und jetzt geht's gleich weiter. Jetzt haben wir eine längere Autofahrt vor uns zu Marc Kallal. Ja, wir sind jetzt in Frankfurt und stärken uns jetzt noch vor dem Interview mit Marc Kallal. So, jetzt schauen wir zu Marc. Lauter alte Bekannte hier. Den sehen wir Montag. Hi, sehr Servus. Schön. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Ja gut, ja, hervorragend. Ja, er liebt die roten Stecktücher, aber ja. heute habe ich ein weißes, aber habe ich auch gern. Richtig cool. Ja. Ich merke schon, du bist hier schon richtig schön verkabelt, ja? Ich bin schon verkabelt, genau. Hast du schon deine Audio? Wir wollten dich gleich hier live erwischen. So. Gleich live erwischen. Toll, prima. Ja, super, schön. Roter Teppich, so wie ich es gewohnt bin. Ja. Das ist ein toller Teppich, gell? Bestens. Also ich wirklich, ohne Witz, ich liebe den Teppich. Das war für mich, wo wir hier eingezogen sind, war das für mich primär, also war das für mich wirklich ein ausschlaggebender Punkt. Ja. Ich möchte einen neuen roten Teppich haben. Ja. Ist so psychologisch auch, ne? Jetzt verdoppeln die Räume und auch cool. Rot. Diese Beispiele mit der Metapher von Schlangenphobie, von Höhenangst, von egal was, es soll nur eine Art. Eine Metapher, eine Demonstration sein, dass es möglich ist, in einer Stunde das so zu verändern. Genau. Weil wenn ich mit jemandem eine Hypnose mache und ein NLP-Coaching mache und verändere sein Selbstwertgefühl, ich bin es wert, erfolgreich zu sein, dann siehst du nicht sofort, zack, zack, das Ergebnis. Meine Schlange, machst das Coaching, bringst die Schlange und siehst sofort das Ergebnis. Darum wird immer nur das als Beispiel nach außen gebracht. Ja. Das soll aber eher einen Beweis bringen, guck mal, wenn es mit einer Schlange geht, dann kann ich dann Selbstwert auch bearbeiten. Genau. Ja, und darum geht es. Ich habe jetzt ein Seminar morgen, vom Verkäufer zum Millionär, ist echt mein allerbestes Seminar. Und dort konditioniere ich und programmiere ich Reichtum. Ja, also wirklich ganz extrem wird Reichtum programmiert, dass man Geld anzieht, aber nicht nur in dem Bereich, sondern ich gebe Formeln in die Hand, Strategien, Konzepte und. Nur, dass man das so versteht. Es ist nicht nur negative Glaubenssätze weg, sondern jetzt kommt es noch positive Glaubenssätze installieren und dort coole Ergebnisse. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn einer jetzt 20 Jahre geraucht hat und er sagt sich jetzt die ganze Zeit, ich darf nicht mehr rauchen, dann ist das zuerst mal wahrscheinlich ein negatives Gefühl für ihn, weil man nimmt ihm etwas weg, er darf es nicht mehr. Genau. Wenn er aber jetzt positiv bei sich installieren würde, ich möchte jetzt gesund leben, ich möchte Lungenvolumen erweitern, ich möchte Marathon laufen heute in einem Dreivierteljahr oder dann hätte er eine Motivation plötzlich, was Positives und statt dem Rauchen vielleicht jeden Morgen schon laufen zu gehen, zu spüren, wie sich seine Lungen mit guter Waldluft füllen und, einfach ganz anders drauf zu sein. Das sind also sehr viele tolle, wichtige Punkte. Da nehme ich persönlich ganz ehrlich, Paul, und mich fasziniert das, weil die Veränderung bei den Teilnehmern so schnell zu erleben ist, Also ich mache ein Coaching, zack, bumm, und schon verändert, Und dann bekomme ich Rückmeldungen von den Teilnehmern, Umsatzsteigerung, Ergebnissteigerung, das liebe ich, So Leute, das war's jetzt bei Marc Kallal und weiter geht unsere Reise. So, Jana ist jetzt Flughafen Frankfurt angekommen. Ja. Und ich habe meinen Schatz jetzt hier mitgenommen. Wir sind jetzt gemeinsam hier am Weg zum Radiosender. Ja, wir kommen jetzt von Radio Darmstadt und jetzt geht's gleich weiter. Jetzt sind wir schon so in Schuss, gleich zum nächsten Event hier. So, wir sind jetzt eingetroffen bei den Partner Marketing Days. Ich habe jetzt noch genau
eine Stunde und 35 Minuten bis zu meinem Auftritt. Das heißt, ich werde mir jetzt noch ein, zwei Redner hier anhören. Dann mal schauen, wie die Stimmung ist im Saal. Ja, das ist das erste Mal, dass wir uns jetzt so in Dreifenau geliehen haben nach der Verschmelzung mit Car2Go zu Schernau. Ich war früher eigentlich immer ganz zufrieden mit denen. Das ist ja praktisch hier über so eine App. Man kann also, wenn man wenig Zeit hat, schnell das Auto anmelden. Man muss halt so stehen, oft wie stundenlang am Flughafen bei irgendwelchen Autovermietungen und warten. Das ist das Angenehme. Man kann es gleich über die App buchen. Wir hatten halt wenig Zeit, deswegen haben wir das gemacht. Aber ja, die sind hier ein bisschen verschmutzt. Also gut, kann passieren. Ja, Verschmelzungen sind manchmal schon sinnvoll unter Umständen, wenn Firmen, hier ging es also offensichtlich darum, Marktbereinigung durchzuführen, dass die Firma größer wird. Wundert mich, dass das also jetzt patentrechtlich, also wettbewerbstechnisch auch möglich ist, aber okay. Es gibt natürlich noch andere Autovermietungen, allerdings diese spezielle Form der Autovermietung gab es eigentlich ja nur bei Drivenow und Car2Go. Also das ist jetzt wie gesagt eine Firma. Wir werden wahrscheinlich die Preise ein bisschen anheben, denke ich mal mittelfristig. Und ja, Verschmelzungen machen manchmal durchaus Sinn, kann Sinn machen aus steuerlichen Gründen, kann Sinn machen, um einfach mehr Marktmacht, also mehr PS auf die Straße zu bringen. Allerdings hat man auch schon manchmal in der Geschichte mitbekommen, dass so Verschmelzungen auch nicht immer gut geklappt haben. Also wenn jetzt die Kulturen der Firmen zu unterschiedlich sind, der einzelnen, und die Philosophien, dann kann das durchaus auch zu ernsten Problemen führen. Ja, lassen wir uns mal überraschen und wir fahren jetzt weiter, erledigen ein paar Wege.